Hier zeige ich, wie man einen Adventskranz mit Nordmantane ganz frisch eben auch auf einen Naschsteckring stecken kann. Ja, mit Teelichthalter und schön dekoriert. Wen es interessiert, der schaut rein. Ich nehme einen Naschsteckkranz von der Firma Oasis. Das ist so praktisch. Jetzt hier oben ist ja die Naschsteckmasse. Darunter ist jetzt wie Styropor, also, und legt den jetzt mit dem Styropor nach unten wieder ins Wasser rein, ins Waschbecken, so dass der sich vollsaugen kann. Hab den jetzt ein bisschen abtropfen lassen, dass mir das jetzt hier nicht auf dem Tisch nass wird, und bereite jetzt erstmal meinen Grün vor. Und zwar habe ich hier die Nordmantane. Und hier ist es ja schön, die würde ja auch nadeln, und da ist es super, wenn man die jetzt in der Steckmasse steckt. Und komm jetzt hier auch bei und schneide wieder von hinten. Und schneide mir immer solche Stücke. Hier habe ich einen Rosenendorner, der eignet sich sehr gut dafür. Und ziehe das jetzt hier einfach runter. Und alles, was ich verwende jetzt hier für den Kranz, schneide ich noch mal frisch an. So, hier gucke ich, hier habe ich dann gleich drei von, dass ich so richtig schön eben auch in der Proportion bleibe. Das macht sich das hier ganz gut. Und stecke meine Tanne jetzt genauso, als wenn ich die Tanne binden würde. Also immer in eine Richtung, eben auch so abzupfen, wenn ihr jetzt nicht so einen Abschneider für so eine Rosenendorne habt. Also genauso sieht er dann nachher aus, als wenn der gebunden worden wäre. Dann auch erst einmal so rüber. Kann mir den dann so drehen, dass ich jetzt, also ihr habt es gesehen, stecke es auch schräg rein. Ich kann den jetzt praktisch genauso, als wenn ich einen Kranz hätte, stecken. Genauso stecke ich jetzt den ganzen Kranz erstmal. Und ganz zum Schluss hebt ihr das so ein ganz kleines bisschen an. Und geht jetzt genauso, als wenn man einen Kranz bindet, eben unter das andere Material unter und schließt damit den Kranz. Also es dauert ein kleines bisschen länger, als wenn man den Kranz jetzt binden würde. Der Vorteil ist natürlich aber jetzt der schöne Geruch von der frischen Tanne
Und man könnte jetzt Blumen mit einarbeiten, will ich jetzt zwar nicht. Aber man könnte jetzt eben jetzt kleine Chrysanthemen, diese Santini könnte man gut mit einarbeiten. Oder man könnte auch Fräschen oder Ostoma würden gut aussehen. Also da gibt es auch eben viele Möglichkeiten, mit Blumen zu arbeiten. Also ihr seht, steckt das jetzt hier nur noch unter. Und hab damit meinen Kranz fertig. Dass ich das jetzt hier ein Stückchen hochhebe. Was ich nachher nicht genommen habe, waren diese dickeren Stiele. Also die hat mir jetzt doch gestört. Weil wenn man jetzt von der Seite guckt, vom Kranz, dann sollte das ja auch nicht zu sehen sein, dass das eine Spitze ist. Wenn es jetzt hier, wäre es ein bisschen zu sehen und deshalb habe ich die weggelassen. Jetzt komme ich bei und platziere meine Kerzenhalter. Habe ich die tue ich auch ganz klassisch reinstecken und zwar habe ich vier, die haben jetzt hier unten diesen Metallständer und hier oben dieses Glas, finde ich eigentlich ganz schön und jetzt kann ich noch gucken, okay, nehme ich jetzt ganz einfach ein Teelicht, will ich das? Oder jetzt gibt es ja auch eben diese LED-Lichter, die man nehmen kann. Will ich so, dass es ein Stückchen höher steht. Oder eben ein kleines LED-Licht. Und das ja jetzt ganz individuell. Oder Teelichter gibt es ja auch in schönen unterschiedlichen Farben. Ihr seht, wenn ich jetzt meinen Kranz hochhebe, ist hier doch unter Wasser. Jetzt bei und nehme einfach so einen Kuchenteller und platziere meinen Kranz jetzt, meinen Adventskranz jetzt hier drauf und dadurch, weil der jetzt hier in dieser Schale drin steht, wird das nochmal edler, wird nochmal aufgewertet und jetzt erst fange ich an mit der Dekoration von meinem Kranz und für die Dekoration kann man ja jetzt ganz, ganz viele Sachen verwenden. Jetzt habe ich hier vom Eukalyptus noch Blätter zu legen, die hier wunderbar eben auch zupassen. Aber ich trate mir auch einige Sachen an. Das ist jetzt so eine Fruchtkapsel von der Baumwolle, die geweißt worden ist. Und komme jetzt hier bei, nehme einen dünnen Draht, mache mir jetzt da ganz klassische Hafte. Wickel den zweimal rum, den Draht, biege den Draht runter und wickel diesen Draht einmal rüber, sodass ich jetzt hier diese Hafte habe und kann die super gut hier einstecken und verwenden. Dass ich bei jedem Teelicht ein Fass mit einem Blümchen schon mal reinstecke. Nehme dann hier meine Eukalyptusblätter. Da muss ich wohl das untere abmachen. Da braucht man jetzt ein Stückchen längeren Stiel. Thank you.
So bleibt der Eukalyptus auch gleich frisch durch die Steckmasse. Noch habe. Das sind jetzt hier Scheiben von der Apfeline, die getrocknet worden ist. Biege ich einen Draht durch. Drehe den ganz einfach. Und habe hier auch wieder zwei Drähte runter. Kann die so auch richtig schön einfach reinstecken. Also das macht sich auch richtig gut. Von so ganz großen Sachen nehme ich dann immer nur drei, weil das hat was mit der Gestaltungslehre zu tun. Das ist ein ungleichseitiges Dreieck, das wesentlich hübscher ist wie ein Quadrat. Jetzt habe ich hier nochmal solche kleinen Kügelchen. Da ist dann immer gleich ein Draht dran. Nehme ich auch nur drei, weil die richtig schön auffallen. Kann die auch einfach so reinstecken, also das Dekorieren von diesem Kranz geht sehr, sehr schnell. Hier habe ich noch mal was ich euch zeigen will. Das ist Korallenfarn und den kriegt man im Blumengeschäft so weiß zu kaufen, also der ist geweißt, der ist gefärbt und ist jetzt so richtig trocken. Und der sieht jetzt richtig schön aus, wenn man sich so kleine Stücken abbricht. Jetzt hier eben auch einen Stiel eben wieder so frei machen und das und kann ihn noch mal so richtig schön über den Kranz laufen lassen. Man merkt das auch immer. Und wenn man jetzt in der Steckmasse das da wirklich reingesteckt hat, also dass man irgendwo piekt, das kriegt man gut mit. Und dann weiß man, okay, dann ist es jetzt doch fest. Sogar so rundherum gehen. Was jetzt ja auch eben noch schön ist, sind immer diese Zimtstangen, die man hat. Ich breche die auch ganz gerne durch. Und die kann man jetzt einmal anbraten, aber man kann sie eben halt auch oben drauf einfach ein ganz kleines bisschen Heißkleber drauf. Man kann die dann eben auch so schön einkleben. Oben rüber bei den Zimtstangen mache ich meistens einen Anisstern, falls so richtig schön zur Geltung kommt. Hier habe ich auch noch getrocknete Apfelscheiben. Die hatte ich im letzten Jahr ein Video von gedreht, da müsst ihr mal gucken. Kann man jetzt hier auch einfach so dazwischen richtig schön reinkleben.
Und jetzt hier, wenn das so ein bisschen absteht, oder ihr müsst ja jetzt auch darauf achten, dass das jetzt hier über die Kerzen nicht kommt, wenn ihr solche Produkte habt. Dann komme ich jetzt hier ganz einfach bei und nehme jetzt hier so eine Apfelscheibe und klebe das jetzt hier gleich mit fest, so dass da halt nichts passieren kann. Und beim Kleben muss man auch manchmal einen kleinen Augenblick warten und festhalten, dass sich das wirklich richtig verbindet. Merkt man dann eigentlich auch, hat man so ein Gefühl, okay, es ist noch lose oder ja. So, und ja, was ich jetzt noch nehme oder sehr gut dazu passt, sind natürlich immer Zapfen. Da komme ich bei, möchte ich euch auch zeigen. Nehme ich einen Draht und ziehe den jetzt hier unten rein. Drehe das jetzt hier einmal und habe jetzt hier eben wieder so eine Hafte, die ich jetzt eben auch richtig gut reinstecken kann. Nimm den Zapfen, das ist jetzt so ein kleiner Zapfen von der Schwarzkiefer. Dreh den. Und guck, ob er noch einpasst. Und eben auch wieder so dieses ungleichseitige Dreieck habe. Nach dem Video bekommt ihr noch Beispiele angezeigt. Und zwar diese Playlisten für Adventskalender oder Basteleien zu Weihnachten oder Sterne basteln. Bleibt einfach dran und klickt darauf, was ihr sehen möchtet, und über einen Kommentar natürlich freue ich mich immer sehr und wünsche euch viel Spaß bei eurer Basteleien für Weihnachten.